Heute wird es einen Vortrag geben zum Thema energetische Hausreinigung. Ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr viel aufgeregter als sonst, weil ich habe überhaupt kein Konzept. Und ich habe mal in Leipzig wurde ich eingeladen und da bin ich dann auch hingegangen, weil es eine Freundin war. Und dann sagte sie auch zu mir: Georg, du hast jetzt eine Stunde Zeit, sag was zum Thema Hausreinigung. Das war so lustig. Ich habe eine Stunde geredet und gemalt und irgendwann haben alle geklatscht und waren happy und ich dachte, oh, das habe ich vergessen, oh, das habe ich vergessen. Wahrscheinlich wird es heute genauso, aber das macht gar nichts. Wir werden viel Spaß haben und das ist das Allerwichtigste. Es hat natürlich einen Grund, dass ich diesen Vortrag mache. Ich habe mir das quasi von anderen abgeguckt. Jedes Mal, wenn die ein Seminar hatten, haben die vorher so einen Infoabend gemacht und ich dachte, ich probiere das auch mal aus. Das heißt jetzt nicht, dass ich euch mit Werbung bombardiere, natürlich nicht, ihr kennt mich, sondern ich versuche so viel Information wie möglich in diese Stunde zu packen. Und genau, und wer mehr wissen möchte, der ist dann natürlich herzlich eingeladen für die Ausbildung. Aber ich werde euch schon einiges mit auf den Weg geben. Ich habe eine Stunde angesetzt und dann noch mal eine halbe Stunde für eure Fragen, wenn ihr sie habt. Ja, das genau, das heißt, das Ganze wird 1,5 Stunden gehen. Und das Einzige, was ich habe, ist hier ein Inhaltsverzeichnis. Von dem neuen Praxisbuch der energetischen Hausreinigung wird nächstes Jahr erschienen in einem ganz großen Verlag. Und das sind quasi meine Notizen, dass ich zumindest so ein bisschen Struktur habe. Und ja, fangen wir einfach an. Da der Abend relativ kurz ist, gibt es gar nicht so viel zu sagen. Wir werden, denke ich, wenn die Stunde vorbei ist, eine kurze Pause von 3 Minuten machen, damit wir alle nochmal aufs Töpfchen gehen und einen Schluck Wasser trinken können. Und dann die Menschen, die Fragen haben, können dann einfach da bleiben und die Fragen stellen. Und wer möchte, kann dann auch gehen, muss aber natürlich nicht. Gut, bevor ich überhaupt anfange zum Thema energetische Hausreinigung, will ich schon kurz erzählen, auch überhaupt, wie ich dazu gekommen bin. Das interessiert die Menschen immer. Also ich mache Hausreinigung, seit ich 18 Jahre alt bin und wurde schon relativ früh, so mit, keine Ahnung, 25, 28, empfohlen als Experte europaweit. Und da haben die Leute natürlich irgendwie, wenn die mich dann gehört haben, war das ganz in Ordnung, weil ich habe eine relativ tiefe Stimme. Und wenn die da mit mir telefoniert haben, dachten die so, ja, das ist so ein der Georg Huber, das ist so ein 50, 55-jähriger Räucher Georg, der irgendwo auf der Alm sitzt mit einem Bart und einem Hund. Und dann haben die mich gesehen und ich habe das natürlich in den Augen wahrgenommen, wie viele erstmal so, okay, der ist richtig jung. Und deswegen ganz kurz 5 Minuten nur, wie ich dazu gekommen bin. Das ist im Grunde genommen wie bei euch allen auch, die ihre Berufung, ihre Leidenschaft leben. Das Leben hat mich im Grunde genommen dahin geführt. Ist es so, dass ich mit 15 Jahren zu Hause ausgezogen bin und relativ schnell das Problem hatte, dass ich die Emotionen von anderen Menschen übernommen habe. Das heißt, ich saß im Zug oder war auf einer Veranstaltung irgendwie mit einem Freund, irgendwie keine Ahnung, wo der hingegangen ist und abends mal weg oder egal wo ich war, im Grunde genommen war das Problem immer, sobald irgendjemand neben mir war, habe ich seine Energie wahrgenommen. Das richtige Problem war, ich habe diese Energie nicht separat irgendwie von mir wahrgenommen, sondern ich habe sie in mir wahrgenommen. Das heißt, ich habe die Energie auf mich genommen und habe dann nach kurzer Zeit angefangen zu würgen. Ja, also tatsächlich körperlich zu würgen. Da kam, klingt ja schrecklich, ne? Also das war nicht, dass da etwas, was habt ihr heute gelernt? Der Georg hat gewürgt. Nicht, also es war körperliches Würgen, aber keine Sorge, da hat sich nichts bewegt. Es war einfach eine körperliche Möglichkeit, um die Energien zu transformieren. Das wurde so schlimm, dass ich nicht mehr aus dem Haus rausgegangen bin, weil ich es einfach nicht mehr ertragen habe.
Das hat dazu geführt, dass ich niemals auf einer Party war, nie in einer Diskothek war und mein Freundeskreis auch relativ klein war. Ich habe nie bei Freunden geschlafen, bin nie groß mit denen weggegangen. Die wussten immer, wenn der Georg irgendwo hingeht, wo eine Menschenansammlung ist, dann geht das nicht gut. Mein Handy klingelt super. Ja, dann war es so, dass ich als Jugendlicher unbedingt Heiler werden wollte. Ganz ehrlich, natürlich, damals war auch dieser Wunsch da, irgendetwas Besonderes zu sein. Aber natürlich auch ganz klar diese große Sehnsucht, heilen zu können, weil ich die Emotionen und die Energie natürlich wahrgenommen habe. Und dann habe ich, da war ich 18, habe ich so nicht Reiki, sondern eine andere alte Energieform gelernt. Und dann habe ich angefangen, Aura zu sehen. Und das war der blanke Horror. Das war wirklich, ich habe mich eingesperrt auf die Toilette und nur geweint. Ich kam überhaupt nicht mehr klar. Also ich habe nur noch Farben wahrgenommen und Sachen wahrgenommen und das war wirklich schlimm. Und es hat wirklich dafür zugeführt, dass ich nicht mehr aus dem Haus raus bin. Und ich musste für mich irgendwie einen Weg finden, diese Energien irgendwie aus dem Haus rauszubehalten. Das heißt, für mich musste mein Zimmer damals musste irgendwie so eine Kraftoase sein, dass ich mich einfach auftanke, dass es einfach energetisch, ich sag mal, rein ist. Und so habe ich angefangen als Jugendlicher eigentlich mit Hausreinigung, mit dem Räuchern. Und als es dann anfing, dass ich Energiefelder gesehen habe und auch im Studium, dann habe ich die Zeit einfach genutzt, um ja, die Lehrer zu beobachten, inwieweit die Sprache das Energiefeld verändert, wie das Energiefeld von dem Bild aussieht, von dem Stuhl aussieht und bin so da reingeworfen worden. Das heißt, es war einerseits diese übertrieben schlimme tatsächlich Empathie und eben diese Fähigkeit, das ist heute übrigens nicht mehr so. Also wenn ich mich konzentriere, würde ich schon noch eine Aura sehen. Es hat mich auch nie wirklich groß interessiert. Aber damals war das von Vorteil, weil ich habe einfach, egal wo ich hingeguckt habe, ich habe das Energiefeld gesehen. Und es hat mich dazu geführt, eben Energiefelder zu studieren und mich mit dem Thema energetische Hausreinigung zu beschäftigen. Und irgendwann war das so, dass ich geträumt habe, dass Gott, also der redet mit mir im Traum und in Meditation, dass ich im hat mir quasi den Auftrag gegeben, ein Seminar zu geben zum Thema Hausreinigung. Ich habe mich das natürlich damals nicht getraut. Das war 2008. Und habe dann Gott gesagt, er soll mir bitte drei Zeichen geben, dass er wirklich der Meinung ist, dass ich fähig wäre, ein Seminar zu halten und vor Menschen zu reden. Und diese Zeichen kamen dann innerhalb von 24 Stunden. Und dann habe ich angefangen, die Seminarunterlagen zu schreiben. Und dann habe ich das damals Markus Schirner gegeben, weil ich irgendwie dachte, jetzt habe ich so viel geschrieben, das ist ja schon ein Buch. Und so kam 2009 das Buch Energetische Hausreinigung raus, was wirklich einen unglaublichen Erfolg hat und so viele zigtausende Bücher verkauft wurden. Und ja, so war mein Weg zum Thema energetische Hausreinigung. Und jetzt wollen wir einfach mal anfangen, ja, dass ich tatsächlich einfach mal frei darüber rede. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, am besten ist, ihr hebt sie euch auf für die Schlussphase, weil ansonsten werde ich wahrscheinlich aus dem Konzept irgendwie kommen und das wollen wir nicht. Aber ihr hört mich alle. Ich rede jetzt nicht die ganze Zeit da rein und es hängt oder so. Ja, wunderbar. Okay. Also, wenn man, es wird lustig. Ich glaube, ich werde danach das Video löschen. Weil ich so komische Sachen gesagt habe. So, also wenn wir über das Thema energetische Hausreinigung sprechen, dann ist die erste Frage natürlich überhaupt, was ist Energie? Und dafür lade ich ein Bild. Wie geht es nochmal? Einen Moment. Jetzt habe ich hier ganz viele Sachen offen. Genau. Wenn wir über das Thema energetische Hausreinigung sprechen, ist natürlich die Frage, was ist Energie? Und grundsätzlich ist es so, dieses Wort Energie
wird ja wirklich für alles gleichgesetzt. Und ich habe da auch keinen Einwand dagegen. Das ist im Grunde genommen kann man alles als Energie bezeichnen. Aber da ihr heute Abend und auch natürlich im Verlaufe der Ausbildung auf dieses Wort von mir trefft, möchte ich euch einfach ganz kurz erklären, was überhaupt Energie bedeutet. Wir alle Menschen sind umgeben von etwas, was ich die göttliche Ursubstanz nenne. Und diese göttliche Ursubstanz ist für mich nicht Gott, sondern im Grunde genommen ist es der Geist Gottes. Und diese göttliche Ursubstanz, die ist überall. Und im Grunde genommen ist es auch das, was die Menschen unter Photonen bezeichnen und den Heiligen Geist bezeichnen und so weiter und so fort. Es gibt so viele und Quanten und wie sie alle heißen. Ich finde göttliche Ursubstanz irgendwie romantischer und ja, ehrt irgendwie auch das Wesen oder das Bewusstsein, wo es herkommt. Diese göttliche Ursubstanz ist überall, das heißt, die umgibt uns. Das, was wir Menschen machen, ist, dass wir durch unsere Worte, unsere Taten, unsere Gefühle, unsere Gedanken schöpferisch sind. Das heißt, das, was wir machen, ist, dass wir diese göttliche Ursubstanz in uns, ich sag's mal, einatmen. Wir nutzen diese göttliche Ursubstanz und abhängig davon, welches Thema dieser Schöpfergedanke in uns trägt, wird es dann quasi durch dieses Chakra geatmet und wir erzeugen im Grunde genommen ein Informationsfeld. Das heißt, tut mir echt leid, das Handy klingelt, aber ihr hört es, glaube ich, nicht. Das heißt, wenn wir ein bestimmtes Wort sprechen oder einen bestimmten Gedanken haben, ein bestimmtes Gefühl haben oder auch eine bestimmte Tat machen, erzeugen wir jedes Mal ein Informationsfeld. Okay? Oder nennen wir es einfach mal ein ganz schwaches Energiefeld. Das heißt, Energie ist eigentlich ein ausführender Geist. Das ist auch alles kein Drama, ne? Also das ist jetzt überhaupt nichts Schlimmes. Ihr müsst euch keine Gedanken machen, nur weil ihr irgendwann mal gedacht habt auf der Autobahn, der Blödsack da hat mir die Vorfahrt genommen oder sowas. Müsst ihr euch keine Gedanken darüber machen, dass ihr euch jetzt irgendwie mit einem Energiefeld umgeben habt, der Wut. Denn grundsätzlich ist es so, dass Energiefelder untereinander kommunizieren. Und zwar sehr stark miteinander kommunizieren. Und so ein Energiefeld, es ist eigentlich ein Informationsfeld. Ich werde es in der Ausbildung ein bisschen besser erklären. Das heißt, wenn ihr quasi ein Informationsfeld erzeugt, ist es die Natur des Informationsfelds, mit anderen Informationsfeldern in Kontakt zu gehen, in Kommunikation zu gehen. Und wenn man ein Energiefeld oder ein Informationsfeld hat, was relativ schwach aufgeladen ist, dann geht es quasi unter. Ja, das ist wie wenn ihr einen Tropfen Farbe irgendwie in einen anderen Eimer mit Farbe macht, es vermischt sich und dadurch wandelt sich dieses Informationsfeld um. Also es ist nichts, natürlich, jeder Gedanke ist schöpferisch, jedes Wort ist schöpferisch, die Weisen, die das damals gesagt haben, haben natürlich vollkommen recht. Es ist aber nicht so dramatisch, dass man jetzt auf wirklich jeden Gedanken aufpassen müsste. Aber was passiert, wenn man ein Wort wiederholt? Wenn man ein bestimmtes Gedanke, einen bestimmten Gedanken wiederholt, wenn man immer wieder ein bestimmtes Gefühl hat, eine bestimmte Angst hat, oder wenn nicht nur eine Wiederholung dabei ist, sondern wenn das Ganze auf ein Ziel ausgerichtet ist. Das heißt, ich stecke all meine Sehnsüchte zum Beispiel in einen bestimmten Punkt in der Zukunft. Und natürlich auch, wenn etwas sehr emotional aufgeladen ist. Ja? Das heißt, als Beispiel. Ich streite mich mit jemand. Mit wem streite ich mich? Höchstens mal mit meiner Frau. Ich streite mich mit meiner Frau und das ist eine Sache. Okay? Das heißt, ich streite einmal, das passiert, es gibt Meinungsverschiedenheiten und so weiter. Alles kein Problem. Es entsteht natürlich ein leichtes Informationsfeld. Aber jetzt nehmen wir mal an, ich würde mich jeden Tag mit meiner Frau streiten. Dieser Streit wäre sehr stark emotional aufgeladen. Ja, das heißt, ich würde sehr stark mit meinen Emotionen da reingehen. Ich mache das regelmäßig. Und am besten ist es auf irgendeinen bestimmten Punkt in der Zukunft. Es geht um irgendein Ereignis zum Beispiel in der Zukunft. Darüber streiten wir. Wenn diese Kriterien zusammenkommen,
Dann ist es so, dass ich quasi diesen göttlichen Geist, diese göttliche Ursubstanz einatme und dieses Informationsfeld, was ich erschaffe, sehr viel stärker ist. Im Grunde genommen gebe ich ihm durch diese Regelmäßigkeit, durch die Intensität meiner Gefühle und auch durch die Ausrichtung auf die Zukunft, das sind Möglichkeiten, gebe ich ihm, diesem Energiefeld, im Grunde genommen ein Leben. Das heißt, ich erschaffe ein Elemental. Und dieses Elemental ist im Grunde genommen das, was bei der energetischen Hausreinigung wirkt und was man umwandeln möchte. Jetzt überlege ich gerade, ob ich irgendwas noch vergessen habe. Aber ich glaube nicht. Ich trinke jetzt einen Schluck. Machen das heute Rakizaki. So, dann hier ein kleines Bild. Also, genau. Wir erzeugen im Grunde genommen ein Elemental und bei einem Elemental, bei einem wirklich manifesten Energiefeld, ist es so, dass es nicht mehr so einfach ist, dieses Energiefeld irgendwie aufzulösen. Dieses Energiefeld geht natürlich weiterhin in Kontakt mit anderen Energiefeldern, die so im Raum, im Haus, in der Welt, sage ich einfach mal, existieren. Aber dadurch, dass das von uns Menschen als Schöpfergötter so eine starke Aufladung bekommen hat, reicht es nicht mehr aus, ist einfach zu stark, als dass es mit den anderen Energiefeldern sich vermischt und sich dadurch eben umwandelt. So ein Elemental, so ein starkes Energiefeld, geht nicht von alleine weg. Das heißt, entweder wandelt es sich um, wenn es sein Ziel erreicht hat, tatsächlich. Das heißt im Grunde genommen auch, dass zum Beispiel ein Wunsch, eine Heilung, Heilarbeit, im Negativbeispiel eine Sucht, sind für mich alles nur Elementale, die teilweise außerhalb des Körpers oder im Körper sind. Und wenn diese Elementale ihr Ziel erreichen, das heißt, wofür sie erschaffen worden sind, dann kann es sein, dass sie eine andere Form annehmen. Ansonsten ist eine Umwandlung schwierig. Die einzige Möglichkeit der Umwandlung so des Elementals ist im Grunde genommen die Transformation, ja, die energetische Reinigung. Wie wir das machen, sprechen wir gleich. Wenn wir über energetische Hausreinigung reden, dann reden wir auch über das Haus. Ja, wir nehmen jetzt einfach mal Haus und implizieren damit aber auch Wohnungen und so weiter und so fort. Nicht jeder hat ein Haus. Die meisten haben kein Haus. Genau, also Entschuldigung. Wenn wir über energetische Hausreinigung reden, dann betrifft es im Normalfall Energiefelder im Haus. Das heißt, wenn ich als Hausreiniger gerufen werde oder wenn jemand eine Frage hat, dann sind es bestimmte Phänomene, bestimmte Ereignisse im Haus, weswegen man einen Hausreiniger ruft. Und die Frage natürlich ist, wenn wir uns jetzt mal unser Haus betrachten oder unsere Wohnung betrachten, welche Einflüsse gibt es denn überhaupt? Also was bestimmt denn überhaupt, warum man eine energetische Hausreinigung braucht und welche Energieformen gibt es? Das habe ich hier mal beziehungsweise meine Frau aufgemalt. Auch hier, das werden wir nur minimal anschneiden. Später in der Ausbildung würde das natürlich sehr ausführlich beschrieben werden. Das heißt, wir haben bei der energetischen Hausreinigung Einflüsse aus dem Kosmos, wie zum Beispiel Sonnenstrahlen und so weiter. Dann gibt es natürlich auch Einflüsse von dem Boden, geopathische Belastungen, Erdstrahlen, Wasseradern, Verwerfung und so weiter. Dann haben wir die Grundstücksenergie. Im Grunde genommen, das Haus kann ja zum Beispiel jetzt 1996 gebaut worden sein. Das Grundstück als solches existiert natürlich so lange, wie Mutter Erde existiert. Und die Energiefelder sind nicht, wie man es manchmal sogar glaubt, an die Wände jetzt des Hauses gebunden natürlich, ne? So begrenzt darf man das nicht sehen, sondern natürlich hat auch das Grundstück eine bestimmte Energie. Überall, ja. Ich meine, wenn ihr im Wald seid, hat's ein bestimmtes Energiefeld. Wenn ihr irgendwo seid, wo ihr euch wohlfühlt, hat's ein bestimmtes Energiefeld im Grundstück. Und so hat natürlich auch jedes Haus auf jedem Grundstück, wo das Haus gebaut wurde, ebenfalls bestimmte Energiefelder. Die Nachbarn haben wir natürlich auch.
Das heißt, die Energie des Nachbarn, das Energiefeld oder sagen wir mal die Aura des Hauses des Nachbarn ist natürlich auch in Kommunikation mit unserem Haus. Und es gibt auch so, sagen wir mal, ein Energiefeld der Umgebung und es gibt sogar ein Energiefeld der Stadt. So ein Kollektivbewusstsein der Stadt. Das kennt ihr manchmal. Also ich hatte das immer, wenn ich irgendwo hingefahren bin und bin irgendwie in die Stadt rein und dann habe ich mich manchmal einfach mal so aus Spaß, weil ich im Zug saß oder so oder im Auto und irgendwie langweilig. Und dann habe ich mich einfach mal auf das Energiefeld so eingeklinkt und habe mal geschaut, okay, was hat diese Stadt denn für eine bestimmte Energie? Und wenn ihr das macht, werdet ihr merken, dass die vollkommen anders sind, ja. Das heißt, bei manchen Städten hat man einfach das Gefühl des Erdrücktseins, dass man muss sich irgendwie verstecken oder es gibt irgendetwas Geheimes oder es gab sehr viel Gewalt dort. Das heißt, auch die Stadt natürlich besteht aus vielen, vielen Tausenden von Menschen, vielen Häusern, vielen Grundstücken, vielen Pflanzen und so weiter. Und all das zusammen sind alles Energiefelder, die miteinander verbunden ein Kollektiv bilden. Und das kann man spüren. Genau, und dann natürlich die Vorbesitzer und Verstorbene. Das sind übrigens die zwei Hauptgründe, warum tausende Leute angerufen haben. Das ist wirklich Verstorbene und Vorbesitzer. Das heißt, ich ziehe ein bestimmtes Haus hinein und habe vielleicht ein bisschen mitgekriegt, der Mann war irgendwie das, die Frau war irgendwie das oder die Oma ist drin gestorben. Und das ist so ein ganz natürliches Bedürfnis eines Menschen, dass man sich irgendwie reinhält. Und das ist wirklich ein Hauptgrund. 80 bis 85% der Gründe sind eben diese beiden. Ich glaube, ich habe hier auch so einen Marker, habe ich mal gesehen. Oh, so. Genau, also Verstorbene und Vorbesitzer. Den allergrößten Einfluss auf eine Hausenergie haben aber wir. Bewohner, da fehlt was. Fällt mir gerade ein auf dem Bild. Also mehrere, aber ein Hauptthema auch. Das heißt, den allergrößten Einfluss auf die Hausenergie haben wir als Bewohner. Unser Einfluss ist größer als so manche denken. Das heißt, auch wenn ich in irgendein Haus ziehe und ich weiß, da war irgendwie meinetwegen eine schlechte Stimmung. Gestern hat mich einer kontaktiert. Hat ein Ladengeschäft in Darmstadt und hat dann erzählt, dass das früher irgendwie eine Weinkeller für Juden war und dann war irgendwie eine Sekte drin und so. Und genau, das heißt, ganz egal, welche Energiefelder da waren, das, was wir in dem Moment dort in diesem Haus ausstrahlen, das macht den größten Einfluss natürlich. Und was auf dem Bild fehlt, ist ganz klar natürlich die Objekte. Das heißt, jedes Objekt in eurem Haus, egal ob das ein Schrank ist oder ein Tisch ist, jedes Objekt hat ein bestimmtes Energiefeld. Jedes Objekt hat eine Grundenergie, so nenne ich das. Das heißt, auch Plastik tatsächlich, hätte ich nie gedacht, aber ist so. Auch Plastik haben eine Grundenergie und all diese Objekte, all das, was wir im Haus drin haben, das hat natürlich auch einen immensen Einfluss auf die Aura, auf das Energiefeld unseres Hauses. So. Geht, ne? So in Kurzform. Also normalerweise, wenn ich das ausführlich mache, ich habe die meisten, die Ausbildung, glaube ich, auf 16 Stunden oder so gemacht. Das ist immer noch nicht ganz ausreichend, um das zu erklären, aber es ist schon, also da kriegt man schon gut viel mit. Wie gesagt, eine Stunde ist eine super Herausforderung, aber ich mag Herausforderungen auch. Und ja, ich hoffe einfach, dass ich Wichtiges nicht vergesse und das irgendwie schaffe, diese ganze Information, nicht die ganze, sondern der Auszug, die Essenz der Informationen in eine Stunde zu packen. Die Frage natürlich ist, welche Auswirkungen haben diese Energiefelder auf uns Menschen? Und das sind ganz viele verschiedene Phänomene. Auch hier schneide ich nur ein paar an. Vielleicht kennt ihr das auch selber. Ist denn jemand dabei, übrigens gerade in der Gruppe, der sagt, ich brauche eine energetische Hausreinigung, wo wirklich ein bestimmtes Ereignis hat oder sich unwohl fühlt und der Meinung ist, dass eben eine energetische Hausreinigung guttun würde?
Es soll jetzt auch kein Angebot sein. Also ich selbst mache keine Hausreinigung mehr. Nicht falsch verstehen, sondern genau. Euch möchte ich einfach sagen, schreibt euch eure Frage auf. Schreibt sie nachher in den Chat, wenn ich danach frage. Und wenn ich das überlese, weil zu viele fragen, dann schreibt die Frage bitte nochmal rein. Ja, also okay. Das heißt, ihr kennt es, die Auswirkungen sind bei vielen Menschen gleich. Auch hier, ich schneide es nur ganz kurz an. Ganz oft leider, mir tut es wirklich leid, ist es so, die ersten Menschen, die in einem Haus auf bestimmte Energiefelder reagieren, sind Kinder. Ja, weil sie einfach von ihren Antennen noch sehr viel sensibler und feiner sind als die Erwachsenen. Und da ist es sehr oft so, dass, also sehr oft, dass die Kinder Schlafstörungen haben, dass sie aus dem Bett fallen. Und dann irgendwie reden die dann quasi die Mutter mal mit der Yoga-Nachbarin und dann sagt die hier, mach doch mal eine Hausreinigung. So fängt das wirklich an. Und genau. Und ja, also Kinder sind sehr sensibel für Energien im Haus und genauso auch Tiere. Ne? Es gibt bestimmte Tiere, die suchen auch belastete Felder, zeigen, dass belastende Felder da sind. Und ja, die Erwachsenen tun sich da im Normalfall etwas schwieriger. Das, was ganz oft sich zeigt, ist, dass die Menschen sich unwohl fühlen. Das ist ein sehr breiter Begriff. Das ist vollkommen klar. Aber ganz viele Menschen spüren einfach ganz intuitiv, ja, der Hellsinn Hellfühlen, der ist sehr stark im Körper wahrnehmbar. Und das ist, was ganz viele Menschen spüren. Die können es dann vielleicht nicht so ganz genau benennen, aber sie spüren, nee, irgendwie fühle ich mich unwohl. Ja. Ganz oft sagen die Menschen, sie haben eine bestimmte Kälteempfinden im ganz bestimmten Bereich des Hauses. Was auch viele Menschen berichten, ist, dass sie eine bestimmte Persönlichkeitswandlung erfahren, wenn sie in einem neuen Haus sind. Zum Beispiel irgendwie im Raum des Vorbesitzers, da auch das Büro hingebaut oder die Küche oder Wohnzimmer. Und irgendwie merken sie, dass sie sich auf einmal irgendwie anders verhalten. Ja? Also dass irgendwie eine Veränderung in denen drin ist. Und auch in anderen vielen Bereichen, jetzt zum Beispiel auch Gesundheit und Finanzen und so weiter, kann sich zeigen, dass eben ein belastendes, destruktives Energiefeld vorherrscht. Habe ich das hochgeladen? Nee, habe ich nicht. Nö, habe ich nicht. Okay, macht nichts. Wie funktioniert eine energetische Hausreinigung? Sehr laienhaft ausgedrückt. Okay, es ist in Wahrheit sehr viel komplizierter, aber das tut nichts zur Sache, weil das Prinzip klar wird. Wenn wir uns mal eine Skala vorstellen als Beispiel, okay, dann haben wir unten bestimmte Emotionen, die sehr destruktiv sind, wie zum Beispiel Wut oder Hass, Zorn, Trauer ist auch kann eine destruktive Energie sein. Und auf der anderen Seite haben wir sehr positive. Wir nehmen jetzt mal die Gefühle, weil ich habe das bei der Ausbildung damals, ich habe die ja vor einem Jahr schon mal gemacht, habe ich mich irgendwie auf die Gefühle das mit Gefühlen dargestellt und ich finde, das passt gut, weil jeder diese Gefühle kennt. Und auf der anderen Seite haben wir eben solche Gefühle wie Freude, Frieden, Gott, Liebe. Ja? Gott ist da ganz oben drüber. Entschuldigung, den nehmen wir da raus. Das Ziel einer energetischen Hausreinigung oder das, was bei einer energetischen Hausreinigung passiert, wie das genau funktioniert, das besprechen wir noch gleich, ist, dass wir im Grunde genommen die Emotion, ich male das jetzt mal hier auf, eigentlich so geht auch das Ding, mal Wut, Trauer und dann haben wir hier so eine gewisse Neutralität oder eine gewisse Ruhe und hier haben wir Liebe, Freude. Das habe ich so schnell geschrieben, dass ihr das wahrscheinlich gar nicht lesen könnt. Also hier oben
haben wir die Liebe, die Freude, dann in der Mitte so eine gewisse Neutralität und unten haben wir die Gefühle des Hasses, der Wut und der Trauer. Das, was bei einer energetischen Hausreinigung gemacht wird, ist Folgendes. Energien können tatsächlich nicht aufgelöst werden. Wir nehmen das als Auflösen wahr, aber es ist eigentlich kein Auflösen, es ist wirklich immer ein Umwandeln. Und das, worum es geht, ist, dass sich ein bestimmtes Energiefeld, nehmen wir mal an, es ist das Energiefeld der Wut, weil wir diese Streitereien hatten. Das Ziel bei einer energetischen Hausreinigung oder ein gereinigter Zustand ist dann erreicht, wenn wir dieses Feld der Wut, wenn wir ein anderes Feld erzeugen, der Freude. Und das Ziel der Hausreinigung ist es, im Grunde genommen, dass wir dieses Energiefeld der Wut, also das destruktive Energiefeld, hochziehen. Das heißt, das, was wir machen, im Grunde genommen, also was die Umwandlung ist, wir haben ein destruktives Energiefeld, wir haben ein konstruktives Energiefeld und wir müssen im Grunde genommen, also das ist eine Hausreinigung, dafür sorgen, dass das Energiefeld, was konstruktiv ist, also nehmen wir mal an, das Energiefeld der Freude, dass es stärker ist, ja, und intensiver ist als das Energiefeld der Wut. Und so wird quasi das Energiefeld der Wut und alle anderen destruktiven Energiefelder aufgelöst, indem wir quasi einen Gegensatz erzeugen, eine höher schwingende Energie erzeugen, sodass die niederschwingende Energie hochgezogen wird. Ja, das wäre eine Erklärung dafür, was eine energetische Hausreinigung ist. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel einen bestimmten Raum habt und ihr fühlt euch in diesem Raum nicht wohl. Und ihr setzt euch in diesen Raum rein und erlaubt euch einfach mal euer Bewusstsein auszudehnen, um zu schauen, okay, welche Energien sind da. Und ihr spürt zum Beispiel, okay, hier ist die Energie der Trauer. Ihr müsst in dem Moment gar nicht wissen, wo kommt die Trauer her. Hat da, um mal dieses Beispiel zu nehmen, ist denn in diesem Raum vielleicht die Oma gestorben und ist sehr viel Trauer entstanden? Oder war dort eine große Angst in diesem Raum? Ja, ihr müsst gar nicht unbedingt wissen, okay, warum ist diese Trauer da? Auch wenn es manchmal hilfreich sein kann, Energiefelder zu erkennen. Deswegen ist ein großes Thema bei der Ausbildung auch immer das Thema der Medialität. Aber das, was ihr machen könnt, ausprobieren könnt, ist, dass ihr in diesen Raum hineingeht und euch einfach immer wieder dort aufhaltet und an Sachen denkt, die euch Freude bereiten. Das heißt, ihr seid in diesem Raum der Trauer, egal wo die herkommt. Ihr geht dort rein und denkt an euer Haustier, denkt an euer Kind, spürt die Liebe in euch, erinnert euch an Situationen in eurem Leben, die euch Freude bereitet habt, wo ihr einfach nur gejubelt habt vor Freude. Und wenn ihr das immer wieder macht und in dieses Zimmer hineingeht, dann erzeugt ihr dadurch ein Energiefeld. Ihr erzeugt ein Elemental der Freude. Und irgendwann ist es so, dass diese beiden Energiefelder bildhaft erklärt in diesem Raum da sind, ja. Das heißt, wir haben auf der einen Seite das destruktive Energiefeld der Freude und wir haben auf der anderen, der Trauer, Entschuldigung, auf der anderen Seite das konstruktive Energiefeld der Freude und die Energien vermischen sich ein bisschen. Und irgendwann ist es so, dass die Energie der Freude einfach intensiver und stärker schwingt und dadurch wird das Energiefeld der Trauer quasi angezogen und es wandelt sich um. Ja, also ihr müsst nicht immer mit Rassel und Trommel und Räuchersachen rein. Wenn man das Prinzip von Energiefeldern versteht, merkt man auch, dass das wirklich nicht immer notwendig ist. Soll ich diese Jesus-Geschichte erzählen oder? Ja, ich habe so eine, ich weiß auch nicht, ich habe so eine Geschichte. Die kennt ihr bestimmt. Und zwar, Jesus ist mit seinen, also was heißt, die kennt ihr bestimmt, die kennt ihr, wenn ihr irgendwas von mir gelesen habt. Jesus ist mit seinen Jüngern so auf dem Weg, er redet da mit seinen Jüngern, mit seinen Freunden, er predigt, redet über Gott und die kommen so an ein Dorf. Und dann rennt da so eine ältere Dame entgegen und sie wirft sich ihm zu Füßen und sagt, Meister, Meister, ist was unglaublich Schlimmes passiert, wir sind verflucht, wir sind verflucht. Und Jesus beruhigt die Dame, so wie wunderbar er ist. Er hebt sie natürlich erstmal auf Augenhöhe, tröstet sie und fragt, was ist los. Und dann sagt sie, dass Plünderer im Dorf waren. Und sie haben quasi alles geraubt. Wir können das Szenario jetzt wirklich noch dramatischer abspielen lassen. Es wurde gemordet, noch schlimmere Sachen gemacht. Die Kirche wurde abgebrannt und die Plünderer sind dann weitergezogen und haben nur Elend hinterlassen.
Und das heißt, es ist ein typischer Fall von destruktiven Energiefeldern. Das ganze Dorf glaubt, dass es verflucht wurde. Und die Kirche ist abgebrannt und die Frauen sind angefasst worden. Also ganz schlimme Situation. Und im Grunde genommen ist ein ganzes Dorf energetisch verunreinigt. Und das, was Jesus nicht machen würde, ist, seine Räucherschale auszupacken, die Kohle anzumachen, sein Räuchergut da draufzulegen und durch die Kirche zu gehen und durch das Dorf zu gehen. Mit dieser lustigen Geschichte will ich auf gar keinen Fall irgendwie das Räuchern niedriger machen oder schlecht machen. Wirklich nicht. Ich räuchere jeden Tag. Ich bin ein absoluter Räucher-Junkie. Bei mir brennt jeden Tag Weihrauch. Ich habe hier, die Angelika ist bestimmt da. Ich schätze mal so 15 Kilo weißer Salbei. Also ich liebe Räuchern. Ja, Weihrauch habe ich bestimmt mindestens 70 Kilo hier. Das möchte ich nicht klein machen. Aber im Grunde genommen soll diese kleine Geschichte einfach nur verdeutlichen, was eine energetische Hausreinigung ist. Wir müssen also Christus war einfach pures Licht und pure Liebe. Und kein Energiefeld, kein destruktives Energiefeld der Welt konnte dem standhalten. Jetzt geht mir die Stimme weg. Deswegen hat er nicht geräuchert, er hat ja keine Rituale gemacht, er ist einfach rein in dieses Dorf, er war das Licht und somit war einfach alles nur noch Licht, mit dem er in Kontakt gegangen ist. Und das ist einfach eine Geschichte, um zu zeigen, worum es geht. Wir erzeugen eine bestimmte Energie, um eine andere Energie umzuwandeln. Ja? Und da wir nicht alle Jesus-like sind und so viel Licht in uns tragen bzw. erkannt haben, dass wir automatisch alle Energiefelder umwandeln, brauchen wir natürlich ein paar Hilfsmittel. Und somit stelle ich euch die Säulen der Hausreinigung vor, die ich seit, ich bin fast alt, seit 17 Jahren. Unglaublich. Seit 17 Jahren benutze. Meine Güte. Naja, wenn mein Bart weg ist, sehe ich auch wieder aus wie 17. Kleiner Scherz, will ich auch gar nicht. Die Säulen der Haus. Ihr hört alle zu. Der Chat bewegt sich nicht. Normalerweise schreibt immer jemand was, aber ich denke, ihr hört einfach alle zu. Im Grunde genommen gibt es bei der Hausreinigung verschiedene Möglichkeiten, eine konstruktive Energie zu erzeugen. Ich arbeite mit Hauptsäulen und Nebensäulen. Und wenn wir uns das Grunde mal so vorstellen, es wird jetzt wieder schön, Achtung, baue ich hier vier Hauptsäulen, also einfach nur vier Striche, vier Quadrate. Können wir eigentlich hier noch so ein Tempelchen drauf bauen. Quasi auf diesen Säulen steht der Tempel der Hausreinigung. Ich überlege gerade, ob ich das benutze fürs Buch. Klingt cool. Das sind quasi die vier Nebensäulen, die Hauptsäulen und dann gibt es ungefähr zwischen 20 und 500 Nebensäulen, ganz wie ihr das mögt. Die erste Hauptsäule ist natürlich ganz klar das Räuchern. Ja? Ich zeige euch nochmal das Bild, damit ihr euch das vorstellen könnt, dann lege ich es weg. Das erste ist das Räuchern. Das zweite ist das Element Feuer, ganz wichtig. Das dritte ist die violette Flamme und das vierte ist die Lichtsäule. Das sind im Grunde genommen vier Säulen, vier Möglichkeiten, Energiefelder zu wandeln. Und diese vier Möglichkeiten sind im Grunde genommen zu, ja, sagen wir auch mal so 80%. Oder ein bisschen weniger. Vorhin hatten wir 80 bis 85%, sagen wir mal 70 bis 80%. Sind diese Säulen vollkommen ausreichend, um eine Hausreinigung zu machen? Das heißt, das erste ist das Räuchern, das zweite ist das Element Feuer oder überhaupt auch die Elemente, ne? Element Wasser, Luft, Erde, Feuer. Das dritte ist die violette Flamme, das kennt ihr vielleicht, oder zumindest bin ich mir ziemlich sicher, dass ihr es kennt. Violette Flamme der Transformation. Und das letzte ist die Lichtsäule. Das heißt, wir haben ein ganz physisches Produkt im Grunde genommen. Wir haben dieses Räuchern, dann haben wir das Element des Feuers und dann zwei geistige, energetisch-geistige Möglichkeiten.
Und jede Menge Nebensäulen, wenn ihr es wollt. Ach so, das reden wir gleich. Räuchern. Auch wenn ihr da Fragen habt, wisst ihr was? Ich hole gerade mal ganz schnell. Damit ihr es einfach auch mal seht, hole ich mal schnell eine Räucherschale. Das heißt, räuchern jetzt mal im Turbogang, okay? Das heißt, wir haben eine Räucherschale. Also, ich habe mehrere, aber die habe ich jetzt einfach, die finde ich auch schön. Das heißt, ganz wichtig bei dieser Räucherschale, die muss dickwandig sein. Ja, das heißt, sobald die irgendwie zu dünn ist, wird die platzen, weil die Kohle mehrere hundert Grad heiß wird. Das heißt, wir haben eine Räucherschale. Wichtig ist dick, gut auch mit Fuß. Dann haben wir Sand. Den Sand machen wir in diese Räucherschale hinein. Das machen wir jetzt nicht, aber das braucht es auch nicht. Und zwar wirklich bis oben hin. Das heißt, je mehr Sand da ist, desto besser ist die Isolierung. Und genau. Da drauf kommt die Kohle. Überlege gerade, ich habe eigentlich so viele Zangen, jetzt benutze ich eine neue. Ob ich hier noch irgendwo eine habe. Egal. Dann im Normalfall ist ganz praktisch, eine Zange zu haben. Das ist eine Räucherkohle, die kennt ihr bestimmt. Besteht aus Holzkohlepulver, ist nicht ganz so toll, aber es ist am einfachsten. Getränkt mit Kaliumnitrat, auch bekannt als Salpeter. Das ist im Grunde genommen dieser chemische Stoff, der auch bei Wunderkerzen dafür sorgt, dass es so wunderlich aussieht. Das heißt, ihr habt die Räucherschale, ihr habt Sand dort drin, dann nehmt ihr die Kohle. Und das, was ihr macht im Grunde genommen, ist ja, dass ihr die Kohle anzündet, am besten am offenen Fenster. Die glüht dann so durch, ihr kennt es bestimmt alle, und dann relativ bald, so nach 2, 3 Minuten, ist es dann so, dass die Kohle auch durchgeglüht ist, dass es nicht mehr funkt. Und dann legen wir das so hin, dass diese schöne Mulde hier nach oben ist. Sieht man die? Ja. In diese Räucherschale mit dem Sand hinein. Okay. Und das. Was man dann macht, ist natürlich räuchern. Das heißt, die Kohle ist da auch sehr wichtig. Bei vielen anderen Sachen empfehle ich nicht, mit Kohle zu arbeiten. Weihrauch schon mal gar nicht. Der gehört auf den Weihrauchbrenner. Wenn ihr eine Räuchermischung habt oder bestimmte Blüten und so weiter, macht euch den Gefallen und räuchert da wirklich mit Teelicht und Sieb. Das ist einfach sinnvoller. Denn egal, was man auf diese Kohle drauflegt, es macht pff und es ist weg. Ja? Und es ist einfach nur noch, die Kohle ist sehr brachial. Bei einem Ritual, das heißt bei einem Hausreinigungsritual, bei einem Feuerritual, bei einem Heilungsritual, ist es einfach so, man braucht diesen Rauch, man braucht wirklich diese Elemente, und da ist es dann sinnvoll, die Kohle zu benutzen und natürlich auch dadurch natürlich bei einer energetischen Hausreinigung. Es gibt sehr viele Pflanzenstoffe, die sehr stark reinigend wirken. Jede Pflanze natürlich als solches trägt einen anderen Pflanzendeva, einen anderen Pflanzengeist in sich und hat auch immer eine andere Wirkung. Das heißt, man kann nicht sagen, diese Pflanze ist reinigend, 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 reinigend. So funktioniert es nicht. Sondern jede Pflanze hat eine spezifische Energie und gibt die dadurch natürlich in den Raum ab und hat eine Auswirkung auf das Energiefeld. Das, was ich schon immer benutze, ist eben die Mischung aus. Könnte ich euch auch zeigen, aber das brauchen wir jetzt auch nicht. Weißer Salbei, ja, den importiere ich von einer Indianerin aus Kalifornien. Leider gibt es ihn im Moment nicht, aber ich bin wirklich stolz drauf, weil ich bin, abgesehen von Indianern, der einzige Mensch auf diesem ganzen Planeten, der diesen weißen Salbei erhält, weil ich ihn genauso liebe wie sie. Die Zedernspitzen sind dabei. Der weiße Copal aus Mexiko, bitte nicht mit anderen Copalsorten vertauschen. Sweetgrass kennt ihr bestimmt auch. Also es sind jetzt alles sehr indianische Elemente und etwas Heimisches, die Angelika-Wurzel. Also das sind im Grunde genommen die Rohstoffe, die ich verwende. Schon immer. Und irgendwie bin ich auch langweilig. Das heißt, ich bleibe dann immer bei allem, was halt geht, funktioniert und man kennt.
Aber natürlich, klar, ich habe da jahrelang dran gefeilscht und habe genau untersucht, welche Pflanze wirkt wie, auf welches Energiefeld, und dadurch bin ich auf diese Kräuter gekommen. Im Grunde genommen könnt ihr aber natürlich auch mit anderen Sachen räuchern. Ganz oft ist Kampfer im Gespräch, hat eine sehr starke reinigende Wirkung, also wirklich stark. Auch das Problem ist für mich einfach, dass Kampfer ein sehr aggressiver Stoff ist, dass ganz viele, ich hatte heute eine Frage, deswegen kommt es gerade, einfach nicht immer natürlichen Ursprungs ist, und man muss wirklich aufpassen mit Schwangeren, mit Älteren und mit Kindern. Deswegen fiel das für mich als professioneller Hausreiniger immer sofort weg. Aber es gibt auch andere Sachen. Thymian zum Beispiel kennt ihr, Beifuß. Also es gibt ganz viele verschiedene Rohstoffe, die man verwenden kann. Und da geht es auch ein bisschen darum, wie man das mag, ne, vom Duft. Also ich würde zum Beispiel sagen, meine Hausreinigungsmischung, die duftet nicht gut, obwohl viele sagen, dass es gut duftet. Aber sie wirkt halt einfach gut. Und wenn ihr sagt, ihr könnt mit Salbei gar nicht, ja, dann macht es auch überhaupt keinen Sinn, dass ihr Salbei benutzt, weil ihr müsst euch wohlfühlen bei der Hausreinigung. Deswegen, genau, beschränkt euch da nicht zu sehr. Es ist auch einfach manchmal so, dass ein bestimmtes Energiefeld einen bestimmten Rohstoff braucht. Ja, deswegen, im Grunde genommen wirkt diese Räuchermischung, ist so ein, sagen wir mal, so ein Universalreiniger, aber manchmal braucht es halt eben doch noch einen besonderen Fleckenlöser. Das ist das Räuchern. Das, was ihr macht, erkläre ich dann später. Oh, wir sind bei. Hoho. Okay, ich muss Gas geben. Ich habe mir das wirklich so vorgenommen, ich will das irgendwie in einer Stunde erklären, aber das funktioniert nicht. Wie man richtig räuchert, das lassen wir einfach. Ihr räuchert bestimmt auch schon. Wenn nicht, gibt es übrigens auf YouTube. Da kann man hier so YouTube. Ach komm. Die Omra, da ist auch ein Video, wie man räuchert. Und es gibt auch eine DVD, und die werde ich wahrscheinlich, die geht, ich glaube, 50 Minuten oder sowas. So eine DVD von mir. Da habe ich die Rechte wiederbekommen, und ich glaube, die werde ich auch auf YouTube stellen. Von daher, da gibt es dann genug Informationen. Das zweite Element ist die Kerze. Verzeiht mir jetzt bitte, da ist natürlich ein Jesusbild drauf. Die Kerze, das Element Feuer, ist natürlich ein sehr stark reinigendes Element. Ja, das Wasser reinigt auch, aber es reinigt langsamer, sanfter. Ja, das wirbelt Energiefelder. Das hat keine, wie soll ich sagen, stark lösende Kraft. Wir bleiben mal bei diesem Putzmittelzeug. Ja, das heißt, es ist kein Scheuermittel wie das Feuer, sondern es ist sehr viel sanfter. Ja, das ist quasi, um Verkrustungen aufzulösen. Lass mir immer was Neues einfallen. Das Element Feuer ist sehr stark. Und das, was die Kerze so noch besonders macht, ja, ist nicht nur dieses Feuer, was einfach ein unglaublich reinigendes Element ist. Das heißt, wenn ihr Hausreinigung macht, könnt ihr mit der Kerze durch die Räume gehen und einfach Gottvater oder Jesus Christus oder irgendwie jemand rufen, anrufen, der euch wichtig ist, und einfach die Kerze und auch das Element und die Hüter des Elementes Feuer bitten, dass sie wirklich in diesem Raum wirken. Und auch im Gespräch, glaube ich, war das damals, habe ich eine sehr interessante Erfahrung gemacht. Und zwar ist das Element Feuer ein sehr männliches Prinzip. Also wenn wir ins Detail gehen bei der Hausreinigungsausbildung, ist es so, dass wir auch zwischen männlichen und weiblichen Energiefeldern unterscheiden. Damit meine ich aber jetzt nicht, dass das eine männlich und weiblich ist, sondern dass es einfach bestimmte Eigenschaften gibt, die eher dem Mann zugeordnet werden, dem männlichen Prinzip, zum Beispiel so dieses Mentale, dieses Logische, und einfach bestimmte Prinzipien, die eher feminin sind. Also das ist damit gemeint. Und viele Energiefelder sind mentale Energiefelder. Das heißt, sie sind natürlich durch Gedanken erzeugt, durch bestimmte Ausrichtungen erzeugt, durch bestimmte Wünsche erzeugt. Das heißt, sehr viele Energiefelder, die uns umgeben, sind einfach mental erschaffene Energiefelder. Und das Feuer hat eine, ihr am besten ist, ihr probiert es aus, setzt euch in einen Raum, wo viel gearbeitet wird, viel gedacht wird.
und macht einfach eine Kerze an, ohne dass ihr irgendwas anderes macht. Und ihr werdet einen Effekt feststellen, der ist auch, ich glaube, das hat noch niemand irgendwie festgestellt, weiß auch noch nicht wieso. Die Kerze und das Element Feuer wirkt sehr stark harmonisierend auf mentale Energiefelder. Das heißt, im Grunde genommen bringt das Element Feuer eine gewisse Weiblichkeit in den Raum. Das könnt ihr auch ausprobieren. Und das ist auch der Grund, warum das Element des Feuers wirklich eine zweite Säule darstellt. Die dritte Säule ist die violette Flamme der Transformation. Da reden wir jetzt nicht drüber. Und die Lichtsäule. Da gibt es sehr viel Literatur im Internet natürlich, wie man mit der violetten Flamme arbeitet. Es ist einfach so, dass man diese Energie nicht leugnen sollte. Und dass es einfach so ist, dass es bestimmte Wesenheiten gibt, die bestimmte Attribute Gottes ausstrahlen. Man muss gar nicht so sehr darüber reden, ob Energieengel wirklich Engel sind, weil ich nehme das auch eher als Energiefelder wahr. Also wobei ich alles auf Energiefelder beschränken könnte. Aber es ist wirklich so, dass es bestimmte Energiewesenheiten gibt, Felder gibt, die ein bestimmtes Attribut in sich tragen, eine bestimmte Qualität. Und Erzengel Zadkiel oder Saint-Germain zum Beispiel. Salz ist eine ganz interessante Frage, weil da habe ich erst durch das letzte Webinar, also ich habe eine Ausbildung vorher gemacht, da hat es niemand das Gleiche gefragt und ich habe Gott sei Dank die Möglichkeit, während ich mit euch rede, also ich bin multitaskingfähig, habe ich mir jahrelang antrainiert. Ich hoffe, dass ich es mir wieder abtrainieren kann, weil es ist ätzend. Habe ich die Möglichkeit, in Energiefelder reinzuspüren. Und da ist mir was total Phänomenales aufgefallen. Und zwar die unterschiedliche energetische Wirkung von Steinsalz, Meersalz und normalem Haushaltssalz. Weil die wirken alle vollkommen anders auf Energiefelder. Ich bin nie auf die Idee gekommen, das zu erforschen. Aber dadurch, dass jemand gefragt hat, kam das. Aber könntest du die Frage für nachher aufheben? Weil ich muss jetzt irgendwie, sagen wir mal, zumindest in 10 Minuten hier. Genau, nachher. Okay, Carla? Es kann sein, dass ich es vergesse, ja, weil ich bin so ein bisschen vergesslicher Typ. Das heißt, wenn ich nachher nicht drauf eingehe, dann bitte nochmal fragen. Genau, und die Lichtsäule auch ist ein hervorragendes Instrument. Kennt ihr auch, könnt ihr auch mal einfach danach googeln, weil man durch die Drehbewegung der Lichtsäule Energien verankern kann und auch Energien in den Himmel abtransportieren kann, sag ich mal. Und deswegen ist die Lichtsäule auch ein hervorragendes Werkzeug. Und diese vier Säulen, das Räuchern, das Feuer und die beiden energetischen Techniken, sind im Grunde genommen Hauptsäulen. Das ist, um wieder auf das Waschmittel zurückzukommen, im Grunde genommen, das ist das Universalwaschmittel. Das heißt, ein Großteil der Flecken, egal was ihr habt, es geht damit raus. Und dann ist es einfach so, dass man bestimmte Nebenelemente noch nutzen kann. Und das sind zahlreiche Nebenelemente. Ein Nebenelement zum Beispiel ist die Arbeit mit dem Klang. Ja? Wobei auch da eine Rassel, eine Trommel, eine ganz andere energetische Wirkung hat als eine Klangschale. Okay, aber das ist zum Beispiel eine Nebensäule. Was auch Nebensäulen sind, sind zum Beispiel, was ich gerne nutze und mache, sind Energiesprays. Oder man benutzt die anderen Elemente. Oder man arbeitet mit Reiki-Symbolen. Ja? Oder man klatscht die Wände ab. Oder man hat Energiebilder an der Wand. Oder man, ja, also jetzt bin ich gerade irgendwie blockiert, aber es sind zahlreiche Nebensäulen, die es einfach gibt, die man in die energetische Hausreinigung einbauen kann. Und zwar im Grunde genommen so, wie man das auch will. Jeder hat im Leben bestimmte Erfahrungen gemacht. Und das macht natürlich auch total Sinn, das in eine energetische Hausreinigung mit einzubauen. Das heißt, lasst es ruhig mit einfließen, wenn ihr mit dem Klang arbeiten wollt oder wenn ihr mit Mantra singen arbeiten wollt oder wenn ihr mit bestimmten Farben arbeiten wollt oder mit Energiesymbolen arbeiten wollt oder wenn ihr Ausbildungen in Reiki und so weiter, Energieformen habt. Also all diese Sachen kann man natürlich in der energetische Hausreinigung einbauen und das würden alles eben Nebensäulen darstellen. Und ich glaube, so ungefähr 20, 30 Nebensäulen besprechen wir auch in der Ausbildung. Auch hier, genau, Kristalle, genau. Der Heiko und die Andrea, die die Ausbildung bei mir gemacht haben, auch die arbeiten mit so platonischen Körpern.
würde ich nie auf die Idee kommen. Habe ich einfach keinen Bezug zu. Und die haben das dann mal so installiert und habe ich gemerkt, wow, das geht. Also da passiert was. Und ja, also auch das oder ja, also das kann man natürlich auch bei einer energetischen Reinigung einfach mit einbauen. Wichtig ist nur, wohin führt euch das Leben? Was ist euer Talent? Und wie gesagt, die Nebensäulen, die man benutzen kann, die sind so unglaublich zahlreich, wie es Menschen gibt. Gehen wir mal das Ritual schnell durch, dann ist schon Feierabend mit der Erklärung. Ich muss gerade mal überlegen, was ich noch, wie ich das noch irgendwie so auf 10 Minuten kriege. Ich trinke was dabei, es hilft immer. Das Ritual der energetischen Hausreinigung. Wenn ich früher als Hausreiniger gerufen wurde, war die Vorgehensweise natürlich ein bisschen anders. Aber wenn ich jetzt mal im Haus bin, das heißt, vorher gab es sehr viel mehr Vorarbeit natürlich. Das heißt, auch mit dem Klienten, mit dem Kunden Notizen machen. Das heißt, ich schaue vorher auch schon mir das Grundstück an, lasse mir Fotos geben, um über das Foto in das Feld reinzugehen. Aber im Grunde genommen einfach mal so kurz eine Kurzfassung, wie man zu Hause eine energetische Hausreinigung macht. Das heißt, das allererste, was toll ist, wäre, wenn ihr eine kurze Meditation macht, bei der ihr euer Bewusstsein einfach ausdehnt. Das heißt, ihr sucht euch die Mitte des Hauses. Es gibt immer eine energetische Mitte des Hauses. Die muss nicht wirklich die physische Mitte sein. Das ist einfach so ein Rückzugsort. Da merkt man, da ist einfach so eine Haltenergie. Das heißt, von dort kann man eine kurze Meditation machen und sein Bewusstsein einfach mal ausdehnen in alle angrenzenden Räume und mal in sich hineinspüren, was fühle ich denn da, was für Informationen bekomme ich. Und das auch nochmal natürlich dann einfach in jedem einzelnen Raum von unten nach oben durchgearbeitet, falls es ein Haus ist, in jeden Raum reingehen, sich mal in den Raum hineinsetzen, mal mit den Händen den Raum abgehen. Später braucht ihr das nicht, da müsst ihr den Raum nicht mal betreten, ihr wisst, was da los ist, aber am Anfang wirklich mal ganz physisch über das Hellfühlen, über den Körpersinn spüren, okay, was spüre ich denn da? Kälte, Wärme und dann in dieses Gefühl, in dieses erste Gefühl, was da ist, eintauchen und dann kommen die Informationen. Und es dann aufschreiben. Ja, das heißt, dass ihr ungefähr so ein Bild habt, in welchem Raum ist welche Energie oder wie fühlt sich überhaupt die Grundseele, die Grundaura, der Grundgeist des Hauses an. Das, was ihr dann macht, ist, dass ihr euch von unten nach oben, wie gesagt, durcharbeitet. Wenn es das gibt oder von hinten nach vorne, muss irgendwie ein bisschen Struktur haben. Das heißt, ihr habt eure Räucherschale, da ist Sand drin, die Kohle brennt. Es gibt Kohle mit 33, mit 44 und 50 mm. 50 mm gibt es in Deutschland aber kaum. Ich bin da gerade dran, die zu importieren. Und die halten dann ungefähr zwischen 35 Minuten und einer Stunde und 30 Minuten so zwischendrin. Und genau, und dann nehmt ihr eure Räucherstoffe mit natürlich, außer ihr wollt immer wieder zur Mitte des Hauses zurückkehren, das könnt ihr auch machen. Und dann fangt ihr im Grunde genommen an, im ersten Raum zu räuchern. Und da könnt ihr wirklich das so räuchern lassen, dass die Bude richtig vollqualmt. Achtet bitte darauf, dass ihr vorher die Feuermelder ausmacht. Und das heißt, ihr geht einfach in den Raum, räuchert und geht auch mal mit dieser Räucherschale rum und beobachtet mal den Rauch. Beim Rauch ist es so, ich werde immer wieder gefragt, ich werde es auch im Buch vielleicht schreiben. In der Ausbildung habe ich es, glaube ich, angeschnitten auch. Man kann nicht pauschal sagen, wenn der Rauch geschluckt wird, ist es die böse Energie davon. Wenn der Rauch die Farbe verändert, ist es die Energie. Wenn der Rauch unruhig wird, ist es die Energie. Ich muss einfach feststellen, weil ich immer mal wieder mit anderen Leuten auch gearbeitet habe oder denen das beigebracht habe, das ist unterschiedlich. Das heißt, der Rauch ist im Grunde genommen ein Hilfsmittel des Räuchermannes, um in Kontakt mit dem Energiefeld zu kommen. Ja, das heißt, schaut für euch einfach mal, wenn ihr räuchert, gibt es bestimmte Ecken, wo ihr euch auf einmal kalt anfühlt, gibt es bestimmte Ecken, wo ihr euch unwohl fühlt, wo von unten irgendwie ein Kribbeln kommt, wo der Rauch irgendwie weg ist oder wo der Rauch steht, wo er keine Bewegung hat, wo der Rauch unruhig wird, wo er seine Farbe verändert, wo er seine Form verändert und dann bleibt einfach dort und räuchert dort ein bisschen weiter.
Das, was ihr dann macht, ist, dass ihr mit der Kerze durch den Raum geht und einfach das Element Feuer bittet oder Gott Vater bittet oder die Engel oder die Einhörder und was es so alles für Energiefelder gibt und woran man glaubt, dass die ein. Ich habe übrigens mal, ich habe es ja überhaupt nicht mit Einhörnern, aber ich mag die Melanie Missing total gern. Wir sind befreundet, ich habe ihr so ein bisschen geholfen mit ihrer CD und ich mag die einfach. Und dann habe ich irgendwann mal nachts geträumt, ich träume immer mal wieder von vergangenen Leben, dass ich vor so einer Höhle war mit irgendeiner Frau und ich habe den Eingang behütet, weil irgendjemand wollte zu diesen Einhörnern, die waren hinter mir in der Höhle. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Also ich dachte, das sind einfach andere Darstellungsformen von Energiefeldern und das ist einfach eine Kreation von den Menschen und ich habe festgestellt, die gab es tatsächlich. Und ich habe sie versucht irgendwie zu beschützen und dann habe ich bei der Hausreinigung mal die Einhörner einfach mal als Spaß, also nicht Spaß, sondern um es auszuprobieren, ja, Forschergeist, habe ich die mal eingeladen, habe denen gesagt, bitte rennt hier doch einfach mal durch den Raum. Ich war sowas von baff. Ja, also tatsächlich gibt es Einhörner und diese Energien, die sie mit sich tragen, haben auch eine Wirkung auf die Raumenergie. Ja, das heißt, ihr könntet theoretisch alles einladen, woran ihr glaubt. Und genau, und das, was ihr dann macht, ist, dass ihr mit der violetten Flamme arbeitet, dass ihr euch quasi in den Raum hineinsetzt und diese violette Flamme ruft. Am Anfang ist es so, dass ihr die wahrscheinlich nicht spüren werdet, ja, oder dass da nicht so irgendwie, man weiß nicht so genau, ob das funktioniert. Wenn man das regelmäßig macht, dann spürt man es schon bevor man sie ruft, dass sie kommt, dass Erzengel Zadkiel oder Saint-Germain da sind, wie lange sie auch wirkt, ja, das ist einfach eine Übungssache. Und dass ihr meinetwegen dann auch, wenn ihr bei den, also ihr geht dann quasi aus dem Raum raus und geht in den nächsten und wiederholt im Grunde genommen immer wieder diesen Ablauf. Ich werde euch, glaube ich, nach dem Webinar einfach mal einen Artikel schicken, wo das auch beschrieben ist. Und wenn ihr das mit jedem Raum gemacht habt, dann würde ich sagen, einmal im Haus und einmal draußen auf dem Grundstück eben mit der Lichtsäule arbeiten. Genau. Jetzt ist die Stunde schon rum und ich würde sagen, dann würden wir uns langsam den Fragen nähern. Ich denke noch ganz kurz nochmal nach, ob irgendwas so wichtig ist, dass ich es auch bei diesem Kurzvortrag, was heißt kurz, eine Stunde, sagen muss, okay? Ja, das war's. Hat funktioniert. Mein zweiter 1 Stunden Hausreinigungsvortrag. Dann würde ich sagen, das gönnen wir uns noch. Wir machen unser Abschiedslied. Die, die mich kennen, kennen auch das Abschiedslied. Und alles, alles Gute für euch. Denkt immer dran, das A und O bei einer energetischen Hausreinigung ist ganz klar euer Bewusstsein. Und ihr seid es, die Energiefelder erzeugen. Und danke fürs Mitmachen, danke für euer Vertrauen und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.